Ja, servus liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, dass es auf einmal hiervon eine Folge gibt und das auf diesem Bildschirm. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Nämlich, ja, ich werde das Projekt Napoleon Total War nicht abbrechen, das mache ich eigentlich auch sehr ungern, sondern sagen wir mal, erst auf Eis legen. Im Moment komme ich leider zeitlich wirklich kaum dazu. Ihr merkt ja, ich habe noch unheimlich viel um die Ohren. Ich bin im Moment noch ein bisschen am Kämpfen, euch regelmäßig eine Folge zu bieten. Hab hier durch das letzte Unwetter noch ein bisschen Arbeit, weil doch einige Sachen kaputt sind. Und ja, jetzt ist auch schon wieder 7 Uhr morgens. In 10 Minuten kommt der nächste Elektriker, weil bei unserer Haussprechanlage was kaputt ist. Und hier und da ist noch was zu tun. Und ich habe noch ein bisschen was aufzuholen. Und ja, ganz ehrlich, also ich muss erstmal gucken, dass ich hier alles am Haus und so weiter wieder auf die Reihe bekomme. Außerdem habe ich noch so viele andere Projekte und ich habe auch den Eindruck, Napoleon war nicht unbedingt bisher das, was auch ihr euch vielleicht drunter versprochen habt. Ich habe, wie gesagt, nur den Pausenmodus jetzt mal hier eingerichtet, denn den Spielstand kann ich ja über Steam jederzeit wieder aufrufen und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich auch hier eventuell wieder weitermachen. Ich möchte euch nämlich auf alle Fälle auch noch ein paar andere Projekte vorstellen. Hab noch ein paar schöne Simulatoren, ein paar andere Spiele noch da, die alle schon vorbereitet sind. Und sobald die Zeit es bei mir zulässt, werde ich dann gucken, dass das ein oder andere neue dazu wieder erscheinen wird. Ich habe ja auch noch viele Sachen, die schon fertig gedreht sind, wo ich noch nicht mal dazu komme, das fertig zu schneiden. Und darauf wartet ihr aber auch schon. Und von daher, wie gesagt, hoffe ich, ihr versteht das Ganze so ein bisschen. Deswegen wird Napoleon Total War sozusagen erstmal auf Eis gelegt. Ich hoffe, ihr seid natürlich bei meinen anderen Projekten trotzdem mit dabei. Freut euch auch auf neue Projekte, die irgendwann dann bald kommen werden. Wie gesagt, ich habe hier einen ganzen Stapel liegen. Sobald es die Zeit erlaubt, werde ich mich dessen annehmen und natürlich auch die schon bereits produzierten Sachen noch schneiden und für euch fertig machen. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuhören. Eigentlich jetzt eher zuschauen kann man jetzt nicht viel sagen. Und ja, hoffe, dass ihr bei den anderen Projekten dabei seid. Schreibt weiter brav Kommentare und bewertet das Ganze. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit mit euch in der Zukunft hier. Bis dahin, vielen Dank, Servus und Tschüss.